Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die Rote Edition. Wir sind hier auf Route 13 und kämpfen uns fröhlich durch. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Oh, ein Ich dachte, das wäre ein Pfadfinder. Naja gut, der Vogelfänger mit 5 Pokémon kämpft. Los, Glurak! Noch hältst du einiges aus? Silberblick. Zerschneider. Jetzt kommt ein Taubsi. Glurak, mach es fertig! Sandwirbel, das ist nicht sehr gut. Silberblick. Hat getroffen. Wirbelwind macht nichts. Zerschneider. Hat nicht getroffen. So, jetzt kommt nochmal ein Taubsi. Glurak, mach es fertig. Ein Volltreffer macht 8 Punkte Schaden. Der Schneider. Jetzt kommt ein... Nein, wir wechseln nicht. Wir machen jetzt auch öfter Flammenwurf, um die sofort zu besiegen, denn langsam wird es knapp. Langsam sollten wir mal ein bisschen ernst spielen. Nicht wechseln. Vogelfänger wurde besiegt. Der Wind dreht sich. 625 Pokédollar erhalten. Ich bin besiegt. Ich werde nach Hause fliegen. Tu das. Was? Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Biker möchte kämpfen, besitzt 3 Pokémon und setzt Smogon ein. Tabuga darf kämpfen. Au. Fliegen. Machen wir gleich nochmal. Dann ist es besiegt. Nein, Tabuga wurde vergiftet. Ja, wir wechseln jetzt auf Glurak. Glurak! Flammenwurf! Oh, schön, ein Volltreffer. So. Nein, nicht wechseln. Flammenwurf! Biker wurde besiegt. Zack, Getriebeschaden. 560 Pokédollar erhalten. Hau bloß ab. Okay. Wir fliegen jetzt mal nach Orania City oder Lavandia? Nach Orania City. So, Pokémon heilen bitte. Dann ist auch unser Traumato wieder fit. So, und jetzt mit dem Fahrrad zurück.
dauert nicht lange. Und wir müssen zwischendrin nur einmal absteigen. Nämlich hier. So, und jetzt gleich weiter. Au. Bin ich doch mal wo hängen geblieben. So, hier waren wir. Steigen wir wieder ab. Wo geht es hier hinten, hier unten entlang? Hast du einem Vogel-Pokémon schon das Fliegen beigebracht? Ja, unserem Tabooga. Vogelfänger möchte kämpfen, besitzt 3 Pokémon und setzt Habitag ein. Das ist zu viel für Tramato. Glurak, du bist dran. Silberblick. Das macht auch Silberblick. Zerschneider. Sehr schön. Jetzt kommt ein Dodu. Auch zu stark für Tramato. Glurak. Mach es fertig. Silberblick. Der Schneider. Tramato reicht Level 21. Juhu. Jetzt noch ein Ibitag. Aber das ist trotzdem zu heftig für Tramato. Silberblick. So, Zerschneider oder? Ja, machen wir Zerschneider. Es hat gereicht. Ich war mir überlegen, ob ich Schlitze machen sollte. Vogelfänger wurde besiegt. War das eine Bruchlandung? 700 Pokédoll erhalten. Meine Leidenschaft sind Vogel-Pokémon. Route 14, Westen, Fuxania City. Gegen den möchte ich auch noch eben schnell kämpfen. In Prismania City kann man TM kaufen. Vor allem besitzen allerdings nur wenige Personen. Ja, wir besitzen gleich 3. Von 5, die es gibt. Vogelfänger möchte kämpfen, besitzt 2 Pokémon und setzt Tauboga ein. Oh, da lassen wir Tabooga kämpfen. Mach es fertig, Tabooga. Das kannst du besser. Einfach nochmal. Super. Dann reicht jetzt auch ein Windstoß. Ein Ibitag. Wir wechseln zurück zu Tramato und dann darf aber wieder Glurak kämpfen. Silberblick.
Zerschneider. Wow, dieses eine Level-Unterschied ist halt anscheinend echt heftig. Entscheidet zwischen besiegt sein und nicht besiegt sein. Vogelfänger wurde besiegt. Oh, so ein Mist. 725 Poké-Dollar gewonnen. Bringe Pokémon ihrem Element entsprechende Attacken bei, um ihre volle Stärke auszunutzen. Ja. So, ich möchte mal hier den Detektor nutzen. Nichts, schade. Meine Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Das ist schön für dich. Vogelfänger möchte kämpfen, besitzt 4 Pokémon und setzt Taubsi ein. Dagegen kämpft Tramato. Hypnose! Oh Mist. Komm schon! Du schaffst das, Tramato! Vielleicht schafft er es auch nicht. Ja, wir müssen Tramato austauschen. Der nächste Angriff besiegt es. Schade. Silberblick. Und Zerschneider. Tomate reicht Level 22. Juhu. Wir wechseln zurück auf Tomato. Vielleicht wird es bei diesem Habitat besser. Hypnose! Ja, eindeutig besser. Pfund! Ist aufgewacht. Hypnose. Au. Was? Nicht toll. Dann Pummeluff, du bist dran. Ein Nigler. Gesang. Schade. So. Pfund. Einer geht noch. Und jetzt machen wir so oft einen Nigler, bis es aufwacht. Und dann besiegen wir es mit unserem letzten Pfund. Das schläft ganz schön tief und fest, das gefällt mir. Es ist aufgewacht. Nein, Moment mal, das ist Gesang. Lol. Pfund. Eigentlich wollte ich vorhin ja schon Pfund machen, aber naja, ich habe mich leider vertippt. Vertan. So ein Taubsi. Wir wechseln nicht. Wir machen Gesang. Und jetzt wieder Pfund. Und jetzt ein Nigler, bis es nicht mehr geht. Oder es aufwacht. Noch schläft es. Oft dürfte ein Nigler nicht mehr gehen. Vielleicht einmal noch. Und jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr gehen. Genau. Da besiegen wir es jetzt. Denn unsere Verteidigung ist maximiert.
Jetzt kommt ein Ibitak. Gesang. Das macht uns nichts. Haha. Nur 3 Punkte, als würde Glurak kämpfen. Ach, mach doch endlich Gesang. Nein, Puglück. Nein. Ach, Gott sei Dank. Pummeluff, es reicht langsam. Mach mal Gesang. Sing mal. Geht doch. Pfund. So. Pummelf macht es jetzt so richtig fertig. Es ist aufgewacht. Gleich wieder Gesang. Jetzt geht's auf einmal sofort. Und weiter mit Pfund. Der reduzierte Angriff durch Heuler ist halt schon ein bisschen blöd, aber naja. Wir werden es besiegen. Es ist aufgewacht. Oh, eventuell nur noch einer. Aber wahrscheinlich sind es doch 2. Ja, durch den Heuler sind es jetzt definitiv 2. Oh, sogar 3. Mist. Das bringt dir jetzt nichts mehr. Du bist definitiv besiegt jetzt, Ibitak. Pummeluff erreicht Level 32. Super. Vogelfänger wurde besiegt. Sie waren nicht stark genug. 650 Pokédollar erhalten. Sie müssen stärkere Attacken lernen. Ja, das sollten sie. Okay, hier sind wir also jetzt schon durch. Da. Das ist fies. Da oben kommen wir auch gerade nicht mehr durch. So, bevor wir jetzt gegen den kämpfen, möchte ich eben mal nach rechts sehen. Ach, das war's. Das ist der letzte Trainer. Dann sind wir auf Route 13 fertig und können auf Route 14. Damit Pokémon starke Attacken erlernen, muss man TM einsetzen. Nö, muss man nicht. Ich setze ungern TM ein. Ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Vogelfänger möchte kämpfen, besitzt 3 Pokémon und setzt Topsy ein. Wir setzen Pummeluff ein. Einigler. Gesang. Das ist nicht sehr gut. Au, ein Volltreffer, natürlich. Wir haben keinen Gesang mehr. Also maximieren wir jetzt Einigler. Wieder ein Volltreffer. Der nächste Volltreffer würde uns besiegen. Wir machen Erholung. So, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch aufwachen. Und dann machen wir weiter Einigler. Bis es nicht mehr geht. Ja, und dann müssen wir dieses Taubsi nur noch besiegen. Das wird ein heftiger Kampf. Das Taubsi braucht unendlich viel, ewig lange, um uns zu besiegen, weil wir einfach eine zu hohe Verteidigung haben. Und selbst wenn es uns mal niedrig haut, dann können wir Erholung machen. Und wir werden ewig viele Angriffe brauchen, weil unsere Genauigkeit so stark gesunken ist.
Ich frage mich, wer zuerst nachgibt. Pummeluff oder Taubsi? Sieht sehr stark nach Taubsi aus. Wir bleiben natürlich bei Pummeluff. Auch wenn unsere Genauigkeit gesenkt ist, das macht uns nichts. Ha, da seht ihr, wir treffen. Und besiegen. Jetzt kommt ein Taboga. Und wir treffen sogar. Geil. Aber das Taboga überlebt natürlich. Und wir treffen trotzdem. Haha. Vogelfänger wurde besiegt. Ich war zu schlecht. 700 Pokédollar erhalten. Durch eine VM erlernte Attacke können Pokémon niemals wieder vergessen. Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ich habe das auch noch nie gemacht. So. Hier speichern wir jetzt, die Folge ist aus. Und morgen gibt es die Tauschfolge. Also, ciao Leute.